Wie alt ist der Sphinx? Denn das Alter des Sphinx markiert auch unseren Zivilisationsbeginn, weil es das älteste Steinmonument der Menschheit darstellt. Aber nicht alle Wissenschaftler sind von dieser Lehrmeinung überzeugt. Es existieren noch viele offene Fragen, weil kein Konsens existiert, wer den Sphinx gemeißelt hat oder wann er aus dem Fels gemeißelt wurde. Hier geht es nicht darum, den Ägyptologen unseriöse Methoden anzuheften, sondern die gängige Lehrmeinung mit dem aktuellsten Wissensstand neu zu überprüfen. Zahi Hawass, der ehemalige Director des Gizeh-Plateaus, spekulierte, dass Pharao Khafre ihn vor 4500 Jahren in Auftrag gegeben hat. Und so war er auch überzeugt, dass das Gesicht Pharao Khafre darstellt. Stein kann man nicht datieren und deshalb werden die Monumente anhand der ägyptischen Königsliste zugeordnet. Dann kam ein Geologe, der 1991 die ägyptologische Lehrmeinung anhand unserer Klimageschichte in Frage stellte. Dr. Robert Schock von der Boston University untersuchte den Sphinx nur auf der geologischen Ebene. Wie kann es sein, dass ein Monument, das vor 4500 Jahren gemeißelt wurde, Erosionsspuren von Regenwasser haben kann? Die Sahara war damals und heute eine Wüste, wo es kaum regnet. Der Geologe erkannte, dass die Wasserschäden nur aus einem feuchten Klima kommen kann. Und so datierte er den Sphinx auf ein Mindestalter von 7000 Jahren. Und wie man auch hier sehr schön sehen kann, war der Wasserstandsindex der Sahara um einiges höher als heute. Unter dem Sand verborgen erkennt man die ausgetrockneten Wasserkanäle, als die Sahara noch grün war. Was ein Skandal darstellte, denn in diesem Zeitraum existierten keine Ägypter. Der Aufschrei in den 90ern war groß. Das würde ja bedeuten, dass Hochkulturen weit älter sind, als wir dachten. Diese neue Rückdatierung stößt in den Zeitraum der fellbehangenen Jäger und Sammler. Und diese bauten keine Monumentalbauwerke, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, zu überleben. Das sind 3200 Jahre alte Meißelspuren aus der Ramesside-Periode. Selbst nach 3200 Jahren erkennt man noch die Kratzspuren der Werkzeuge. Das sind Meißelspuren aus dem Neuen Königreich, 3500 Jahre alt. Und hier ein Steinbruch aus dem Alten Königreich, 4000 Jahre alt. Die Meißelspuren der Werkzeuge sind immer noch klar erkennbar. Und hier der Steinbruch des Sphinxbeckens, 4500 Jahre alt. Keine Kratzspuren der Werkzeuge und vollkommen glatt erodiert durch Regenwasser. Wenn die Lehrmeinung richtig liegt, muss es zwischen 4000 und 4500 Jahren ziemlich heftig geregnet haben. Oder der Sphinx kommt aus einem weit feuchteren Klima, was über einen längeren Zeitraum das Sphinxbecken abgerundet hat. Und hier kommt der Klimawandel ins Spiel, was die grüne Sahara in eine Wüste verwandelt hat. Eine mögliche Erklärung, was diesen Klimawandel ausgelöst hat, zeigt Video 003. 1991. Der Geologe veröffentlichte seine Forschungsergebnisse. Aber es endete in ein Debakel. Alle geologischen Argumente wurden ignoriert, weil man sich damals sagte, in diesem postulierten 7000 Jahre Zeitraum existierte keine Megalithkultur, welche den Sphinx hätte meißeln können. Und deshalb müssen seine Forschungsergebnisse falsch sein, weil diese Erkenntnis nicht in das damalige Weltbild passte. Er wurde als Pseudowissenschaftler diskreditiert, nur weil er seinen Job machte. Ganz nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das alte Modell blieb bestehen. 4 Jahre später, der Archäologe Klaus Schmidt hat durch das Verfolgen von Mythen und Legenden die Megalithanlage Göbekli Tepe wiederentdeckt. Als man den künstlichen Hügel freilegte, kamen Dutzende Kreisanlagen zum Vorschein. Eine Radiokarbondatierung ergab ein Alter von 12000 Jahren. Ein Sensationsfund, was sehr leise das alte Weltbild nichtig machte. Die Menschen haben bereits vor 12000 Jahren Megalithanlagen konstruiert. Tonnenschwere Steine wurden vertikal aufgerichtet. Eine geometrische Ausrichtung der Anlage. Kunstwerke in Form von Steinreliefen wurden nicht einfach in den Stein gehauen, sondern die Skulpturen wurden vom restlichen Stein befreit, was einen deutlich höheren Aufwand bedeutet, als einfach nur Figuren in den Stein zu meißeln. Und das alles passierte während eines drastischen Klimawandels am Ende der Eiszeit. Wozu Zeit und Muskelkraft verschwenden für eine Anlage, die keinen wirklichen Nutzen bringt? Ein Rätsel, mit dem sich zukünftige Generationen beschäftigen werden. Zurück zum Sphinx. Dank Klaus Schmidts Entdeckung wissen wir nun, dass vor 12000 Jahren bereits Megalithkulturen existierten. Und das nicht weit entfernt von Ägypten.
Denn diese neu gewonnene Erkenntnis machen alle Gegenargumente für Dr. Schocks Theorie nichtig. Denn das damalige Weltbild lag falsch, nicht der Geologe. Auch bei Sahiawas Wunschvorstellung, dass das Gesicht des Sphinx Pharao Khafre darstellt, hält keiner biometrischen Überprüfung stand. Falls der Sphinx tatsächlich das Zeitalter der Pharaonen verlässt, stellt sich die Frage, wer hat ihn gemeißelt und warum wissen wir nichts von dieser unbekannten Hochkultur? Solche Gedankenspiele führen zu der finalen Frage, entwickeln sich Zivilisationen linear oder zyklisch? Und was ist dieser unbekannte Mechanismus, was Zivilisation neu startet? Aber um die Funktion der großen Pyramide zu verstehen, ist das Alter des Sphinx irrelevant. Diese Debatte soll nur aufzeigen, wie wenig wir von unserer Vergangenheit wissen. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass der Sphinx genauso wie die Pyramide exakt nach Osten ausgerichtet ist und dass sich einst ein Feueraltar zwischen seinen Pranken befand.